Hallo zusammen, iZocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Lichtblick anzunehmen bei Stefan Fadu in Suldwak an dieser Position. Vorquest war eine knappe Sache. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.2.5. Ich bin aber davon überzeugt, mein Video könnte euch auch in WoTLK Classic helfen. Ich begebe mich nun ins Questgebiet und jetzt bin ich schon drin, aber die Mobs bzw. die Quest-Items sind hier noch nicht zu finden. Erst wenn wir unter dieser Nekropole sind oder wie das auch immer genannt wird. Ich zeige es euch einfach. So, Monstrositäten in der Reihe müsste es von diesen Mobs geben. Da, eitrige Monstrositäten in der Reihe. 1 von 5. Die Mobs hier droppen nichts. Normal sind hier auch noch welche. Anscheinend sind sie gerade tot. Und jetzt lauft ihr vielleicht auch hier durch. Tötet diese eitrige Monstrositäten. Lootet in der Reihe und fragt euch, wo gibt es diese geliebige Ghoul-Saber? Das werde ich euch gleich zeigen, nach einer Information in Eigensache. Und zwar, in den Kommentaren findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Da ist auch schon einiges los. Aber wenn ihr jetzt auch noch da mal vorbeischaut, ist viel mehr los. So, und jetzt löse ich es auf. Wir sind die ganze Zeit an diesem lieblichen Ghoul-Saber vorbeigelaufen. Schweres Wort. Und zwar liegt er hier am Boden. Den muss man einfach vom Boden looten. Seht ihr? Benutzen, einfach festklicken. Mobs töten. Dauert ein bisschen, bis man ihn aufhebt. Der ist halt glitschig und glibberig. Und jetzt fehlt mir noch einer. Da man bei der Questabgabe sowieso in diese Richtung muss, schaue ich mal hier hin. Ja, hier sind auch noch welche. 5 von 5. Sehr cool. So, ich zeige euch noch, wo und bei wem man diese Quest abgibt. Wenn ihr was schon wisst, wäre es trotzdem cool, wenn ihr das Video zu Ende laufen lasst. Hier. Quest ist abzugeben bei Stefan Fadu in Suldwak an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den gerade erwähnten Twitch-Link. Wäre echt cool, wenn ihr da mal vorbeischaut. Ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.